Ja, warum liege ich hier gerade wieder so blöd rum? Weil ich gerade wieder bei einem Trockenfasten dabei bin. Jetzt noch, ich glaube, 3 Monate oder 4 Monate ist es her. 3 Monate vielleicht. Und ich habe bald in ein paar Stunden den vierten Tag rum. Also in dem Video werde ich jetzt verschiedene Dinge ansprechen. Das Trockenfasten ist das erste Thema. Die ersten beiden Tage habe ich jeden Tag mehrere Stunden gearbeitet und auch trainiert. Beim Training habe ich sogar die doppelte Anzahl an Wiederholungen pro Satz gemacht im Krafttraining. Dann am dritten Tag, also oder der Übergang vom dritten zum vierten Tag, das ist eigentlich immer so eine, oder generell kann man sagen, dass das so eine Umstellung des Körpers darstellt. Und dann ist das immer ziemlich hart und da hat man eigentlich überhaupt keinen Bock. Und so war das auch, da konnte ich dann nicht so trainieren. Bin dann einfach 20 Minuten gewandert. Und heute, Moment, heute ist ja eigentlich der dritte Tag. Ich weiß das nicht mehr ganz so genau, weil eine andere Sache ist, dass ich währenddessen nur jetzt täglich 1,5 bis 2 Stunden geschlafen habe, weil ich dann einfach aufwache und weiter fit bin, sage ich mal. Oder mich fit fühle zumindest. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt, also am dritten Tag zumindest, wo der Körper sich jetzt umstellt und es da ziemlich hart ist, da konnte ich jetzt halt nicht joggen gehen oder richtig harten Sport machen. Ich war dann halt wandern und heute aber nur spazieren gehen halt, 20 Minuten kurz nur. Und habe mich heute 2 Stunden lang auch in die pralle Sonne gelegt. Dadurch trocknet der Körper natürlich noch mehr aus. Aber dann habe ich doch gemerkt, dass ich dann schneller entgiftet habe. Der Stoffwechsel wird dadurch ziemlich aktiviert, dadurch, dass halt eine noch höhere Austrocknung im Körper stattfindet und die Zellen dann noch mehr Gifte verbrennen, anstatt dass die Gifte über konventionellen Wege durch den Kreislauf, den Stoffwechsel, das Blut-Kreislauf-System entgiftet werden. Das passiert halt auch, aber zu einem kleineren Teil als beim Wasserfasten. Und ich merke aber auch keine so starke Entgiftung eigentlich. Schwindelig wurde mir auch nie, außer halt, nachdem ich 2 Stunden in der Sonne lag und dann aufgestanden bin. Aber ich guck mal, wie das dann am fünften Tag ist. Dann dürfte der Körper sich komplett umgestellt haben. Letztes Mal hatte ich ja 5 Tage gemacht. Diesmal wollte ich so 6 bis 7 Tage machen. Fühle mich eigentlich ziemlich gut. Also auch wenn ich nicht jetzt ultra leistungsfähig bin, natürlich im Trockenfasten. Aber trotzdem leistungsfähiger als im Wasserfasten, weil, wie gesagt, der Blutkreislauf nicht so stark belastet wird, die Gifte in den Zellen selber verbrannt werden auf direktem, effizienterem Wege. Ist es dennoch so, dass sich das ziemlich gut anfühlt insgesamt. So zu den Giften, besonders der Darm, da reinigt sich auch schon die ganzen Tage wieder, macht zwischendurch Geräusche. Obwohl ich jetzt 2 Monate nur frutarisch gegessen hatte, aber seit dem letzten Fasten hatte ich irgendwann halt schon wieder gedünstete Sachen gegessen. Das hatte ich auch mal im Video erwähnt, das ist jetzt schon wieder 4 Monate her. Aber das letzte Fasten ist, genau, nach dem letzten Trockenfasten, was ungefähr 4 Monate her ist, hatte ich dann wieder so gedünstete Sachen auch gegessen und auch verarbeitete Rohkost ausprobiert und so weiter. Und seitdem halt ist der Darm nicht mehr dazu gekommen, sich zu reinigen, weil das auch nicht in einer frutarischen Lebensweise zu 100% passiert, auch wenn man zwischendurch mal einen Tag nichts isst oder einen Tag nur Säfte trinkt, darauf achtet, dass man morgens nichts isst, damit der Darm sich da zumindest schon mal ein bisschen erholen kann, dass man halt nur 2 Mahlzeiten maximal zu sich nimmt, nicht vermischt und so weiter. Wenn man das alles beachtet, reicht das trotzdem nicht, um den Darm wieder zu reinigen, auch wenn man nur einmal gedünstetes Gemüse gegessen hat, reicht das nicht aus. Man muss abwechselnd immer fasten und eine Rohkosternährung oder eine Übergangskost durchführen, damit das ja richtig abläuft. Das muss wirklich seine Struktur haben, sage ich mal. Eine Sache wollte ich, glaube ich, noch dazu sagen. Da muss ich mal kurz überlegen. Ja, es fühlt sich ziemlich gut an. Genau, ich muss, oder was heißt, ich muss. Durst habe ich keinen. Ich habe auch immer noch einen angefeuchteten Mund. Also ist nicht trocken oder sowas. Fühle mich auch geistig ziemlich auf der Höhe, muss ich sagen.
aber ich muss dennoch recht viel meditieren auf den Aspekt des Loslassens. Also wird halt, also wenn ich, wenn Gifte halt in meinem Körper sind und teilweise sind die jetzt trotzdem im Blutkreislauf, oder wenn ich halt merke, dass jetzt Gifte sozusagen rauskommen allgemein, auch wenn die in den Zellen verbrannt werden, ist das sozusagen ja ein Rausschieben und ja, das merkt man halt auf jeden Fall. Und da habe ich dann immer total den Drang, Sport zu machen und das zu unterstützen, zu entgiften und bin total hyperaktiv und hibbelig. Auch beim Fasten bin ich immer extrem hyperaktiv und da muss ich dann halt wirklich darauf meditieren, loszulassen, weil der Körper diesen Sport gar nicht vertragen würde. Zumindest jetzt am dritten Tag ist es so. Wie es jetzt am vierten und fünften Tag aussehen wird, weiß ich dann natürlich nicht. Da kann ich es dann vielleicht wieder machen. Aber wandern kann ich zumindest, um das zu unterstützen. Das sollte man auch machen, so spazieren gehen. Zumindest 20 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Da muss ich wirklich ziemlich loslassen und auch allgemein loslassen und halt nicht dieses Programm laufen lassen, dieses geistige Programm von festhalten und ah, ich nehme jetzt das alles ab und so weiter. Ich meine, ich bin dann schon re relativ dünn, obwohl ich mich leistungsfähig fühle, obwohl ich immer noch keine Muskulatur abgenommen habe. Ich bin schon ziemlich dünn, aber man muss halt nach Arnold Ehret bis zu einer gewissen Grenze fasten, um halt alle Gifte erstmal rauszubekommen und alle Parasiten, also auch bakterielle und virale Parasiten rauszubekommen, um dann den Körper wieder aufzubauen. Und das Aufbauen, das funktioniert entweder von alleine. Man kann dann auch, zwar jetzt nicht unbedingt in dieser toxischen Umgebung, aber nehmen wir jetzt einfach mal den Fall an, man ist nicht in einer toxischen Umgebung, in einer einsamen Höhle irgendwo, keine Ahnung. Und man isst dann weiterhin nichts, dann ist das Fasten für den Körper trotzdem irgendwann zu Ende. Wenn es dann auch geistig Klick gemacht hat und man Dinge gefunden hat, die einen Gefühle bescheren, also diese Gefühle von, dessen Charakter haben, dass man sich genährt fühlt. Das kann vieles sein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, eine Papaya zu essen während des Fastens, das gehört auch teilweise zu meiner Meditation, das ist jetzt einfach zufällig entstanden, dann überlege ich mir oder halt mache mir bewusst, wie ich jetzt halt so eine geile Papaya, meine absolute Lieblingsfrucht ever, essen würde. Am besten noch eine Wildform, Papaya Formosa zum Beispiel ist sehr, sehr schön, auch vom Aroma. Muss ich mal kurz 2,5 Sekunden von schwärmen. Stelle ich mir das vor, oder andere Früchte, oder jetzt besonders an diesem Tag noch, hat sich das eher noch verschoben zu Fruchtsäften, dass ich jetzt überhaupt kein Bedürfnis mehr habe. Also in Fasten hat man ja beim Entgiften immer so Gelüste, sage ich mal, meistens nach den Dingen, von denen man gerade entgiftet. Und jetzt hat sich das noch zu Fruchtsäften hin entwickelt, dass ich gar keine Gelüste mehr nach Obst hab, also sowieso nicht viel, vielleicht ein paar Mal am Tag, aber jetzt so eher so frische Säfte, richtig schön. Halt wahrscheinlich auch wegen dem Hydrierungseffekt, obwohl Früchte ja an sich auch schon so 80 bis 95% Wassergehalt haben. Dadurch fühle ich mich dann schon genährt und merke dann auch bei meinem Körper, dass er gar nicht mehr in so einem Fastenmodus drin ist und wie ich auch Energie habe, kann dann auch aufstehen und könnte dann auch Sport machen, aber weil ich dieses Gefühl nicht über den ganzen Tag hin aufrechterhalten kann, sonst müsste ich die ganze Zeit daran denken zu essen, weil ich halt noch nicht in dieser Prana-Stufe drin bin, sage ich mal, wo ich mich dauerhaft genährt fühle, entweder durch Liebe oder durch andere Schwingungserhöhungen einfach. Dieses Früchteessen, dadurch fühlt man sich ja dann genährt, das ist dann halt auch eine Form von Liebe, von Selbstliebe, Willenskraft. Was ich als halt den Weg gehe durch Sport und auch durch Fasten teilweise, das ist auch eine Form von Selbstliebe, also der Wille, etwas halt zu verändern, etwas zu verbessern für sich selber, da das steht ja dahinter, hinter Willensstärke. Das ist also auch eine Ableitung von Liebe sozusagen, dadurch kann man sich auch genährt fühlen. Und das heißt, in einer giftfreien Umgebung, jetzt als Beispiel, als besseres Beispiel als unsere Umgebung, das ist noch ein bisschen anders, würde ich sagen. Da baut der Körper dann auch wieder auf durch diese Gefühle, durch diese geistige Nahrung, sage ich mal, geistige Ernährung. Das spüre ich jetzt auch deutlich stärker immer. Und in dieser Umgebung ist es halt sinnvoll, das dann trotzdem mit Früchten zu machen,
oder einfacher Rohkost. Also in meinem Fall halt Früchte und Fruchtsäfte und so weiter. Aber es sind halt wirklich nur so ein Supplement. Der Rest ist halt feinstoffliche Energie, von der wir sowieso die ganze Zeit zu 100% leben. Was anderes ist nicht möglich. Ich habe jetzt seit 8 Monaten ungefähr nur 500 Kalorien bis 1000 Kalorien gegessen. Habe regelmäßig Sport gemacht, wenn auch nicht so regelmäßig wie sonst, weil ich auch gemerkt habe, dass der Körper eher, ja, dass ich den Körper eher in den Entgiftungsmodus getrieben habe immer noch und mein starker Fokus immer noch auf Entgiftung ist, weil erst kommt für mich dann Entgiftung, dann danach, wenn ich mich komplett runtergefastet habe zu dieser Grenze, dann kommt für mich der Aufbau und dann ist es für mich eher sinnvoll, vermehrt Sport zu machen, auch wenn ich es jeden Tag trotzdem gemacht habe, weil ich es für mich wichtig finde. Ja, so ein bisschen komplex vielleicht. Das war die erste Sache.